vierter und letzter Teil von And They Walked Away und wir gehen wieder auf die Viertelmeile zum Dragster Rennsport. Jimmy Nix in Pomona 1992, die Winter Nationals. Ich darf Ihnen sagen, das wird einer der spektakulärsten Unfälle jemals in der Geschichte des Dragster Rennsports. Schauen Sie mal. Mit übelster Gewalt verabschiedet sich hier Jimmy Nix. Er rutscht bis in den Sandkasten. Das Ganze noch einmal von vorne. Da geht ihm einer hoch. Das geschieht gerne im Dragster-Rennsport. Das passiert, aber selten mit einem so desaströsen Abgang. Und schauen Sie mal, die Flammen nehmen auch das Cockpit ein. Da wurde es ihm heiß, dem Jimmy Nix. Und dann natürlich das Beten, dass der Überholten will. Die Untersuchungen ergaben, dass ein kleiner Schaden vorne am Frontflügel den Dragster zum Abheben bewog.